herzlich willkommen hier zum Elternforum im Treffpunkt Freizeit. Wir versuchen das heute in einem ganz besonderen Format. Wir haben hier Gäste bei uns im Raum und Sie draußen am Livestream. Wir sind sehr gespannt, ob das technisch alles funktioniert, aber zuversichtlich. Wäre schön, wenn Sie vielleicht über den Chat uns da eine Rückmeldung geben, wenn bei Ihnen irgendwas nicht richtig funktioniert. Zum Ablauf geplant ist es so, dass wir gleich unsere Referentin Frau Ehlert begrüßen, die einen kurzen Input geben wird für uns alle hier. Und die Gäste hier im Raum, Sie können gerne Ihre Fragen notieren. Wir haben Ihnen einen Zettel hingelegt, Sie dann im Anschluss stellen oder mir geben, dann stelle ich Sie dann Frau Ehlert. Und Sie am Livestream können gerne in den Kommentare, wenn Sie Fragen haben, die Fragen reinschreiben und wir stellen Sie dann im Anschluss eben an Frau Ehlert und versuchen das ein bisschen zu bündeln. Jetzt geht's los, wir starten. Herzlich willkommen, Christine, hier im Treffpunkt Freizeit zum Elternforum Medien im Familienalltag. Wie begleite ich mein Kind sicher in die digitale Welt? Ja, schönen guten Tag. Okay, also ich stelle mich kurz selber vor. Mein Name ist Christine Ehlert und ich bin ursprünglich Sozialpädagogin, habe Sozialpädagogik studiert und arbeite daher schon seit vielen Jahren immer also mit Medien, aber auch mit Theater. Also ich bin sowohl in der analogen als auch medialen Welt zu Hause und finde auch schon mal von weg, das ist immer wichtig, die beiden Sachen in einer Ausgewogenheit zu leben. Der zweite Punkt, der mich schon seit meinem Studium begleitet, ist die Institution Schule. Ja, sie hat mich auch über die Schulzeit hinaus begleitet und ich habe mich immer dafür interessiert, wie das Lernen stattfindet und der Schwerpunkt ist halt dann immer weiter zum Bereich Medien gegangen und daher arbeite ich mittlerweile seit, ich glaube 20 Jahren im medienpädagogischen Bereich und hier in Potsdam seit 10 Jahren und insofern hat es mich dann jetzt auch seit knapp 4 Jahren in die Schule verschlagen. Ich unterrichte nämlich an einer Grundschule hier in Potsdam wirklich das Fach Medien. Und zu meinen Elternerfahrungen, ich habe selber einen 20-jährigen Sohn, der also durchaus auch schon mit Medien aufgewachsen ist, aber halt noch nicht so stark von Medien, sag ich jetzt mal, überflutet wurde oder so vielen Bereichen ausgesetzt war wie Ihre Kinder heute. Okay, so viel kurz zu meiner Person und dann wollen wir mal anfangen. Ach so, ja, genau. Natürlich versuchen wir, oder wir versuchen, Sie auch hier mit einzubinden und aktiv teilhaben zu lassen. Daher zücken Sie schon mal Ihre Handys oder Ihre Tablets, auch hier im Raum bitte. Wenn Sie keins mit haben, Pech gehabt. Nein, nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Wir können es natürlich auch gerne so abfragen. Also Sie können dann auch gerne was dazu sagen. Ansonsten ja, versuche ich mal in der Zeit zu bleiben und meinen Input kurz zu halten. Also, bei meinem Vortrag bzw. kurzem Input werde ich 2 Studien immer mal so zum Überblick dazu ziehen. Und zwar, vielleicht kennt es der eine oder andere, das ist die Kim und die Jim-Studie. Die wird seit 1998 vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest durchgeführt und ist im medienpädagogischen Bereich, wird sehr gern eingesetzt. Es werden immer ungefähr 1200 Eltern gefragt, aber auch die Kinder dazu. Und Jim, lässt sich schon vermuten, ist die Jugendstudie und Kim ist die Studie für Kinder. Wenn Sie jüngere Kinder haben, gibt es, da sieht man es jetzt nicht, hier sieht man es, gibt es noch die Mini-Kim-Studie für die kleinen Kindergartenkinder, falls sie noch jüngere haben. Ich habe mich jetzt für heute entschieden, die Kim-Studie immer mit so mal kurz vorzustellen, weil ich davon ausgehe, dass die meisten Interessierten hier Kinder zwischen 6 bis 13 Jahre haben. Die Jim-Studie befragt Kinder und Jugendliche von 12 bis 19. Gut, und damit ich aber weiß, mit wem ich es hier zu tun habe, mal kurz Frage an die Technik, sind jetzt schon mehr online?
Okay. Dann können Sie aktiv mitmachen hier im Studio. Und zwar ist die erste, ich setze heute ein Tool ein, was ich übrigens auch in der Schule mit meinen Schülern oft nutze. Das heißt Mentimeter, das ist ein Abfragesystem, was eine ganze Menge an Möglichkeiten offen hält. Und zwar ist die erste Frage, die ich an Sie heute habe, was man natürlich auch mit Zetteln machen könnte, welche Themen haben Sie heute hierher geführt? Die Zuschauer am Bildschirm können es auch probieren. Und dann entsteht in diesem Fall zum Beispiel eine Wortwolke. Also Spielsucht, Bannkraft, wie sicher ist Instagram, Kenntnisse statt Konsumie, Sicherheit im Internet, Cybermobbing und Spiele. Also auch so kann man zum Beispiel im Unterricht arbeiten und alle können sich halt gleichzeitig daran beteiligen. Und es macht den Kindern Spaß. Gut, also haben wir schon mal ein paar Themen. Cybermobbing, auf viele davon gehe ich ein in meinem Vortrag. Und wenn Ihnen noch was fehlt, dann können Sie auch nachher nachfragen. Okay, dann machen wir weiter. Wir probieren das Gleiche nochmal. Und zwar, diesmal ist die Frage, ob ich mich auch richtig entschieden habe mit der KIM-Studie, das Alter der Kinder, ihrer Kinder, wo liegt es? Zwischen 0 und 6, zwischen 7 und 12 Jahren oder zwischen 13 und 18 Jahren? Wenn Sie mehrere Kinder haben, können Sie auch mehrfach abstimmen. Das Schöne daran, wenn man so arbeitet als Lehrkraft, ist natürlich, man hat die Ergebnisse immer hinterher gleich gesichert. Dass also gerade so Umfragen zu Themen kann man halt dann auch fürs nächste Mal sofort präsentieren. Klar könnte ich es hinterher auch fotografieren. Gut, wir haben jetzt von jedem etwas. So. Gut, dann weiß ich jetzt erstmal, wie so mein Publikum aufgestellt ist. Und dann geht es jetzt weiter. Und zwar wie versprochen oder wie angedroht, kann ich auch sagen, ich mag zum Beispiel Studien nicht so ungefähr, habe ich gedacht, trotzdem, wir gucken mal ganz kurz rauf, wie Sie sehen, das ist, oder Sie sehen jetzt hier die Verteilung der befragten Kinder, also wie viele, also Sie versuchen das immer ganz gut im Schnitt zu halten, ich fand es mal ganz interessant, da mal rauf zu gucken, wie viele Kinder in welchen Altersstufen befragt wurden. Und hier, wir haben hier zum Beispiel auch 4 Kindergartenkinder bei, wahrscheinlich halt im Alter von 6 bis 7 Jahren, kann ich mir vorstellen. Ja, nur so kurz ein Blick darauf. Und dann haben wir hier den Gerätebesitz. Also oft fragt man sich ja, okay, ist es schon okay, dass mein Kind schon ein Handy kriegt? Das ist ja auch oft eine Frage bei Eltern, ab wann da kann mein Kind ein Handy haben. Ich sehe schon, es ist ein bisschen klein. Aber ganz oder ich habe es auch gelb gekennzeichnet, die Hauptaussage, wer da nochmal nachgucken will in der KIM- oder Gym-Studie, die kann man auch bestellen oder halt online sich anschauen, haben Sie gerade auch schon gesehen. Früher war es wirklich so, dass das Fernsehgerät noch am häufigsten im Kinderzimmer vorhanden war. Nun hat es wirklich das Mobiltelefon geschafft, auch wenn wir hier sehen, dass ein Handy so die Hälfte der Kinder in diesem Altersspektrum zu Hause haben. Also noch nicht so viel. Ich will noch mal sagen, die Studie ist von 2018 und Sie wissen ja, unsere Medien, also die Studie wird alle 2 Jahre rausgebracht und die Medien sind aber rasant und ich denke, dass, oder auch aus meinen Erfahrungen als Medienpädagogin, dass die Tablets durchaus auch schon wieder zugenommen haben. Die sind wirklich in den letzten 2 Jahren extrem gestiegen in den Elternhäusern und auch in der Schule. Und da auch Ihre Kinder älter werden, habe ich in dem Fall mal die Gym-Studie nochmal zum Vergleich dazu getan. Also hier nochmal
oder hier sehen Sie eindeutig, dass ab 12 der Besitz vom Smartphone halt rasant steigt und fast muss man aber allerdings dann auch wiederum sagen, fast 100% der Kinder dann ein Smartphone zu Hause haben. Hier auf der Anzeige sehen Sie das hellgrüne, deshalb habe ich es nochmal hervorgehoben, ist 2018 und 2019 ist das dunkelgrüne. Und hier bei den Kindern zum Beispiel haben wir noch kein Tablet, weil da war es noch nicht präsent genug. Aber in der Gym-Studie tauchte das dann natürlich auch schon auf, hier auf der Stelle. Aber wie gesagt, die Studie ist von 2018 und ich denke, es hat sich schon wieder ziemlich verändert. Die nächste Folie wäre wieder eine Abfrage, aber wir können das auch gerne per Handzeichen machen. Und zwar wäre die Frage, auf welches Medium, also die Teilnehmer auf YouTube können auch gerne teilnehmen, auf welches Medium könnten sie am wenigsten verzichten? Ich frage das auch mal gerne meine Kinder. Können Sie ja auch mal Ihre Kinder fragen, auf welches Medium könnten Sie am wenigsten verzichten? Aufs Buch, wenn Sie abends die Gute-Nacht-Geschichte vorlesen oder auf die Tageszeitung. Gut, da werden Ihre Kinder vielleicht die 18-Jährigen auch schon Wert drauf legen oder doch auf den Fernseher. Vielleicht mal kurz aus dem Publikum. Wollt ihr was dazu sagen? Wer? Laptop? Okay. Bei mir ist auch der Laptop. Beruflich wahrscheinlich immer am meisten, ne? Ja, beruflich, aber trotzdem auch so. Witzigerweise, die Antwort ist jetzt hier im Publikum nicht gekommen. Bei den Kindern ist es auch häufig das Buch, kann ich Ihnen schon mal sagen. So immer noch, weil sie auf der einen Seite natürlich viel in der Schule einfach noch mit dem Buch arbeiten, aber die Kinder denken dann schon eher so wirklich an das selber Bücher lesen, weil selber Bücher lesen ist in dem Bereich zwischen 6 und 12 Jahre einfach noch total in und das machen sie einfach gerne. Aber natürlich gibt es dann auch, also bei den 12-Jährigen steigt die Antwort Smartphone dann durchaus schon sehr schnell an, weil die Kinder natürlich erkennen, wieso, ich mache doch mit meinem Smartphone, ich höre mit meinem Smartphone Musik, ich höre mit meinem Smartphone Hörspiele und ich benutze das durchaus auch schon, oft kommt halt auch schon das digitale Buch dann bei den Sechstklässlern zur Sprache. Spielekonsole, darauf können dann doch die meisten noch verzichten. Also so schlimm ist es da nicht. Aber Handy. Auch das nehme ich immer mal wieder, die Folie mal wieder ganz gerne, so ein bisschen zur Beruhigung. Denn wie Sie hier sehen können und auch lesen können, die liebste und häufigste Tätigkeit bei Kindern zwischen 6 und 12 Jahren ist trotzdem immer noch genau das, das Freunde-Treffen, das hat sich auch konstant gehalten über die Jahre und auch Fernsehen ist bei den jüngeren Kindern immer noch am häufigsten, eine der häufigsten Freizeit- oder liebsten Freizeitbeschäftigungen. Digitale Spiele und die Nutzung des Mobiltelefons folgen auf Platz 3 und 5. Auf den folgenden Plätzen. Und wenn Sie dann aber in den unteren Teil gucken, sehen Sie aber auch, dass das Spielen draußen und drinnen mit steigendem Alter abnimmt. Also auch hier ab 12 mit, weil Sie dann häufig wirklich auch ein Handy bekommen, dort das Handy immer mehr, die Beschäftigung mit dem Handy immer mehr ansteigt. So, dazu möchte ich Ihnen jetzt einen Werbespot zeigen. Vielleicht kennt den der ein oder andere noch. Im wirklichen Leben würden Sie Ihre Kinder schützen. Dann machen Sie es doch auch im Internet. www.clicksafe.de. Ja, wie Sie sehen, ist der Werbespot, wer kannte den hier aus der Runde? Keiner? Oh, bin ich echt überrascht.
Wie Sie sehen, ist der Werbespot schon von 2005, also wie lange wir eigentlich schon mit dem Thema arbeiten. Vor wegen Corona hat uns alle überrascht mit Medien. Nein, wir hätten auch schon weiter sein können. Aber was der Werbespot halt wirklich eindeutig oder super schön zeigt, ist, dass wir unsere Kinder im Medienalltag begleiten müssen und auch hier vor Gefahren schützen müssen. Und das zeigt zum Beispiel auch die Grafik hier wieder aus der KIM-Studie von 2018. Die Kinder wurden gefragt, was mache ich eher alleine? Und Fernsehen erfolgt halt eher im Familienkontext, also mit den Eltern zusammen. Vielleicht mal kurz zur Skala, weil es doch relativ klein ist. Orange ist 6 bis 7 Jahre, rot 8 bis 9, also dunkelrot 8 bis 9 Jahre, gelb 10 bis 12, also so ein bisschen schon dieses kritischere Alter. Und dieses hellrote, auf das meine Pfeile zeigen, ist das Alter von 12 bis 13. Und gerade diese Bereiche, also auch Radio hören, wird eher zusammen gemacht, spielen am Laptop, PC auch noch, aber gerade die Bereiche Spiele mit dem Handy oder Smartphone, im Internet surfen oder halt im Internet Sachen für die auch selbst für die Schule suchen, findet gerade in diesem Alter von 12 bis 13 halt doch schon ziemlich oft alleine statt. Auf der einen Seite denke ich, weil man halt denkt, die Kinder können das schon alleine. Auf der anderen Seite ist es halt gerade dieses kritische Alter, wo sie in die Pubertät übergehen. Das heißt, heimliche Sachen am Handy dann doch gerne mal im Stillen gemacht werden. Und wenn man dann halt zufällig beim Surfen ich sage jetzt mal eindeutig, wie wir es ja auch gerade im Video gesehen haben, auf eine Pornoseite oder eine Gewaltseite gerät, wird das vielleicht nicht unbedingt den Eltern gezeigt. Daher auch hier schon mal eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt heute, früh genug die zusammen mit den Kindern die Welt der Medien entdecken. Ich habe da hier mal eine ganz schöne Folie zu gefunden, weil ich es finde, immer einen guten Vergleich, auch in die analoge Welt zu gehen. Wir geben unseren Kindern halt auch nicht eine Tüte Süßigkeiten bunt gemischt in die Hand und sagen, teils die ein die Woche, weil wir ganz genau wissen, dass das nicht funktioniert, sondern wir gucken halt, welche Süßigkeiten geben wir unseren Kindern und dosieren diese halt auch. Und so kann ich mich nachher, wenn ich älter bin, oder das hoffen wir jedenfalls, auch später selber im Konsum dosieren. Daher, ganz wichtig ist, die gemeinsame Verantwortung zu übernehmen. Jetzt auch nochmal aus meiner Sicht als Lehrerin an der Schule. Ich finde, und auch im Bereich, wenn wir jetzt an die Corona denken, wo wir ja immer, wo wir jetzt gerade in der Schule viel mehr mit Medien auch arbeiten. Und ich finde auch, Schule, unsere Kinder sind über die Hälfte des Tages in der Schule. Und Schule muss einfach auch hier diesen präventiven Ansatz mitvermitteln und Medienkompetenz lehren. Und das geht aber am besten Hand in Hand, natürlich mit uns als Eltern. Verantwortung, also Medien in der Schule übernehmen, dafür haben wir hier in Brandenburg ja jetzt das Basiscurriculum Medienbildung wurde ja hier nochmal eingeführt, darauf komme ich gleich nochmal näher drauf zu sprechen. Und Lernen findet halt mit Medien, zum Beispiel eine PowerPoint gestalten und über Medien statt, das heißt auch Filme in der Schule machen und richtige Recherchemethoden anwenden können, sind aus meiner Sicht halt einfach schon Sachen, die in der Grundschule vermittelt werden müssen. Dann Lernen mit Medien findet sowohl zu Hause als auch in den Schulen statt und auch hier sollten altersgerechte Suchmaschinen zum Beispiel genutzt werden, sowohl in Schule als auch zu Hause. Und auch altersgerechte Online-Spiele, also Apps, so wie bei den Konsolenspielen, fällt uns das immer noch ein bisschen leichter, weil wir da die USK mit drauf haben. Komme ich auch später nochmal drauf zu sprechen. Aber auch Angebote zum Lernen den Kindern anzubieten, in der Schule als auch zu Hause. Vielleicht kennt der ein oder andere die App Anton,
eigentlich eine der viel vertreten, gerade in der Schule schon. Dann liegt die Verantwortung weiterhin natürlich auch wenn wir, ich weiß, wie schwer einem das fällt, wenn man nicht, also mir fällt es ja schon schwer, wo ich in dem medienpädagogischen Bereich arbeite, mich wirklich aktuell zu informieren, weil diese Welt sich so schnell verändert. Aber wenn wir unsere Kinder gut begleiten können, wollen, dann müssen wir uns einfach auch informieren. Und dafür gibt es aber auch mittlerweile schon ziemlich gute Seiten. Ich habe Ihnen hier im Raum auch Clicksafe-Material mitgebracht. Und wir stellen übrigens die PowerPoint, die Sie hier sehen, auch als PDF im Anhang zur Verfügung. Das heißt, Sie können das alles nochmal nachschauen und finden da auch die entsprechenden Seiten, wo das wirklich schon sehr gut viel erklärt ist, worauf wir als Eltern achten müssen und wie wir zum Beispiel darauf achten können. Ich habe mal als kurzes Beispiel, vielleicht kennt der eine oder andere auch die kleine Zeitschrift Flimmo, kann man sich auch kostenlos bestellen, wo zum Beispiel auch die Kinder selber nachgucken können, welche Sendung wäre denn für mich kindgerecht. So kann man halt auch mit den Kindern ins Gespräch kommen, welche Sendung dann vielleicht nicht so schlau ist und warum das vielleicht noch nicht für sie aktuell ist. Und unter Elternwissen finden wir halt auch hier nochmal Regeln, sollten auch im Umgang mit Medien aufgestellt werden. Eine der häufigsten Regeln ist sicherlich kein Handy beim Smartphone, andersrum, kein Smartphone beim Essen. Und was meinen Sie, wer am häufigsten dagegen verstößt? Die Eltern, richtig. Und Sie glauben nicht, wie oft sich die Kinder wirklich darüber beschweren. Ein wichtiger Punkt noch als letztes, der mir als auch außerschulische Medienpädagogin sehr wichtig ist, ist halt, wie eben schon erwähnt, die kreative Medienarbeit, weil die Kinder halt doch sehr oft, hatten wir vorhin ja auch in der Wortwolke, eher konsumierend tätig sind, das heißt Musik hören, Filme gucken, Apps spielen, aber es gibt halt auch schon tolle Apps, wo man zum Beispiel programmieren kann, kleine Roboter, kennen Sie vielleicht auch aus der Werbung kurz vor Weihnachten, aber da werden halt die Kinder angeregt zum Nachdenken und zum Gestalten. Was Kinder häufig schon machen in dem Alter zwischen 10 und 12, ist so Fotos gestalten auf dem Handy. Kennen Sie vielleicht von Ihren Kindern auch. So, hier, wie versprochen, mal der kleine Blick in die Schule. Schon auch hier 2005 stand im Vorwort des Education Masterplans Berlin, dass die Informations- und Kommunikationstechnologien als Schlüssel unserer Epoche gelten und daher die Vermittlung von Medienkompetenz im Schul-, Bildungs- und Weiterbildungssystem entscheidend über den individuellen Erfolg in unserer modernen Welt sind. Das heißt, wir leben in einer digitalen Welt und daher müssen wir auch den Kindern den Umgang mit dieser digitalen Welt beibringen, beziehungsweise sie da heranführen und Verbote, wie zum Beispiel ein Handy erst in der 8., 9., 10. Klasse, sind einfach aus meiner Sicht realitätsfern. Daher ist auf jeden Fall Medienkompetenz ist eine Lebenskompetenz, die wir auch als Aufgabe in der Schule vermitteln müssen. Und in der Schule wurden diese 6 Punkte festgelegt: analysieren, reflektieren, produzieren, präsentieren, kommunizieren und informieren. Also lernen mit Medien, dazu gehört zum Beispiel auch, gerade sehen wir viele in den Medien, Fake News, die sowohl auf WhatsApp auch kursieren, auf Telegram. Facebook ist natürlich für die Altersklasse kein Thema, obwohl im ländlichen Bereich treffe ich doch immer wieder auch Jugendliche, bin ich auch überrascht, im Alter so um die 11 Jahre, die durchaus einen Facebook-Account haben. Also auch das kommt noch vor. Dann reflektieren, das können wir sowohl in der Schule machen, als auch zu Hause, zum Beispiel einfach mal den Medienkonsum, ein Medientagebuch führen. Produzieren habe ich gerade schon ausgeführt. Dann das Lernen über Medien, habe ich auch schon kurz erwähnt. Es sind auf jeden Fall Präsentationen erstellen. PowerPoint, wenn wir jetzt mal ganz einfach anfangen, auch da haben wir viele
Aspekte, die wir da vermitteln können, wo zum Beispiel Fotos positioniert werden, wie viel Text auf eine Folie gehört. Das lernen unsere Kinder, oder mein Sohn hat es zum Beispiel nicht wirklich gelernt. Da wurde einfach gesagt, mach mal eine PowerPoint, und dann musste der sehen, wie er klarkommt. Und ich denke, dass es heute auch noch nicht groß anders ist. Deshalb finde ich das zum Beispiel wichtig, bereits in der 6. Klasse auch zu vermitteln, oder in der 5. kann man das auch schon machen, wie eine PowerPoint gestaltet wird. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, der immer wichtiger wird, ist, was für Fotos verwenden wir, dass wir nicht einfach von Google mal ein Foto runterladen können und das in eine Präsentation einbinden. Komme ich nachher auch noch mal kurz drauf zu sprechen. Pixabay ist da zum Beispiel eine Seite, die Creative Commons Bilder zur Verfügung stellt. Aber auch bei Google findet man die Möglichkeit, Creative Commons zu finden. Dann natürlich kommunizieren, und ein Punkt, den ich gerade vorhin schon erwähnt habe, für mich auch sehr wichtig, in dem Alter zwischen 6 und 12 bzw. 13 Jahren richtig zu recherchieren bzw. die entsprechenden Suchmaschinen zu nutzen. Hier sehen wir jetzt die Gerätenutzung, wie sie in unseren Schulen stattfindet. Dazu muss ich allerdings sagen, dass es wirklich sehr, sehr unterschiedlich ist. Also wir haben sowohl in der Stadt Schulen, die kaum ausgestattet sind. Wir haben auf der anderen Seite Schulen, die schon sehr weit ausgestattet sind. Und im ländlichen Bereich komme ich teilweise auch noch in Schulen, wo ich denke, wir sind in der DDR-Zeit stehen geblieben. Und der Polylux ist wirklich das einzige Medium neben dem Buch, was dort existiert. Ja, das sehen wir auch so ein bisschen an dieser Folie. Computer ist knapp über die Hälfte, haben wir in den Schulen, und knapp die Hälfte der Onliner, also die Kinder, die online arbeiten, 50% ungefähr, nicht ganz, arbeiten online, und das finde ich ganz schön wenig für Schule. Ein weiteres Thema, was halt zum Beispiel auch in vielen Schulen noch nicht angekommen ist, was man in dieser Umfrage sieht, ist, dass bei unseren Kindern zwischen 6 und 13 83% ist Google die Hauptsuchmaschine. Und das ist wirklich ein pädagogischer Ansatz, den ich gerne verändern möchte. Aber auch YouTube spielt bei unseren Kindern eine große Rolle, kennen Sie vielleicht auch. Hier gibt es super tolle YouTube-Angebote. Der ein oder andere kennt vielleicht ein paar YouTuber. Aber Kindersuchmaschinen werden leider relativ selten genutzt. Bei der Frage nach Kindersuchmaschinen konnte nicht einmal jeder von nicht einmal jedem fünften einer genannt werden. Daher, jetzt sind Sie nochmal gefragt. Und ich bitte Sie gerne mitzumachen. Ich habe die Frage aber mal erweitert, nämlich nicht nur Kindersuchmaschinen sollen genannt werden, sondern auch Kinderseiten. Ich gebe Ihnen einen kleinen Tipp, so Kindersuchmaschinen gibt es 3, die genutzt werden. Aber ich bin mal gespannt, ob Sie von Ihren Kindern noch einige andere Seiten kennen. Also, hier sehen wir schon die Präsentation. Sehr schön. Zaubereimer 1, kann ich noch nicht. Logo Kindernachrichten, sehr schön. Pudel. Pudel sagt mir auch nichts. Kenne ich nur als Tier. Anton, genau, hatten wir vorhin schon kurz genannt. Die Sendung mit der Maus, genau. Frag Finn, sehr schön. Logo. Handysektor. Irgendwas mit Schau ins Land. Stimmt. Das ist eine bildungspolitische Seite von der Bundeszentrale für politische Bildung. Hanislau, genau. Gut, dann haben wir immerhin eine Kindersuchmaschine und... Kommt noch eine? Nee. Ach so, oh ja, danke. Blinde Kuh, jetzt war ich blind. Ha. Ich sag mal jetzt nicht die Kuh. Genau, Blinde Kuh und Frag Finn sind auch wirklich die zwei Suchmaschinen, die ich am ehesten empfehle. Und zwar Blinde Kuh, halt, wir haben auf der Folie, sehen wir nochmal die Logos, Blinde Kuh, Frag Finn, Blinde Kuh eher für die Jüngeren, so 6 bis 8, 9 Jahre, das muss man auch immer gucken, wie mein Kind so drauf ist, manche mögen
auch die eine lieber als die andere und nutzen die auch über 9 Jahre hinaus. Jetzt bin ich weitergerutscht. FragFin bringt für mich wirklich sehr gute Ergebnisse. Und der Unterschied zwischen Kindersuchmaschinen und Erwachsenensuchmaschinen, fragen Sie mal Ihr Kind, Ihre Kinder, vielleicht wissen die das schon, vielleicht hatten die das auch mal in der Schule, ist halt wirklich, dass die Kindersuchmaschinen von echten Menschen kontrolliert werden und es hier keine Werbung gibt. Daher empfehle ich die dritte Kindersuchmaschine, die Sie hier als kleine Birne sehen, helles Köpfchen, halt nicht so gerne, weil dort mittlerweile Werbung zu sehen ist. Fragen Sie gerne mal Ihre Kids, wo die so ihre Hausaufgaben finden, oder vielleicht wissen Sie jetzt auch noch andere und fällt Ihnen gerade nicht ein, wie zum Beispiel Grundschulwiki ist auch eine Seite, was die Kinder sehr gerne mögen, wie unser Wikipedia, weil Texte auf Wikipedia verstehen sie halt häufig wirklich nicht, sondern machen dann halt auch schon Copy und Paste. Und daher auch einfach wirklich Grundschulwiki nehmen, kurze Texte, kleine Videobeiträge. Aber wenn die Kinder halt FragFin nutzen oder Blinde Kuh, kommen sie halt auch auf die entsprechenden Kinderseiten. Liegt mir sehr am Herzen. Hier auf der Folie finden Sie dann auch noch dieses Pixabay, von dem ich vorhin sprach. Da haben wir Creative Commons Bilder. Das heißt, hier können die Kinder Bilder finden, die rechtemäßig einfach zur Verfügung gestellt werden. Wie gesagt, Sie kriegen diese Folie per PowerPoint, per PDF. Und richtig, hier habe ich 2 YouTuber, es gibt einen Haufen mehr, die im Bildungsbereich tätig sind. Der bekannteste ist halt Mr. Wissen to Go und ich habe jetzt nochmal Schools Easy. Hier geht es um Englischunterricht, wo YouTuber einfach wirklich Wissen vermitteln. Mr. Wissen to Go ist so eher im Biologiebereich, Physikbereich unterwegs, eher auch für Ältere, aber hat auch eine große Bandbreite, und Schools Easy, wie gesagt, mehr im sprachlichen Bereich. Gucken Sie sich die 2 mal an, dann kommen Sie auch auf weitere, oder auch ClickSafe hat auch hier eine Kategorie dazu. Okay, hier nochmal kurz eine Übersicht, die ich ganz schön finde. 6 bis 11 Jahre sollte halt zum Beispiel eine sichere Startseite eingerichtet werden auf dem PC. Kindersuchmaschinen und Kinderschutzsoftware sollte installiert werden bzw. genutzt werden im Alter zwischen 6 bis 11. Wie gesagt, hier empfehle ich Blinde Kuh. Ab 12 Jahre bis 14 Jahren sollte FragFin genutzt werden, obwohl ich da eher 12 bis 13 bin, weil ab 13 Jahre, hier ist es ab 15 erst angegeben, kann Google genutzt werden. Man sollte, wenn die 13- bis 14-Jährigen jetzt Google suchen, wirklich selber sich mal informieren, wo finde ich hier Creative Commons Bilder, und man sollte sich wirklich immer bewusst sein, wenn die Kinder nach Hausaufgaben suchen auf Google, können sie halt, wie gesagt, immer auch auf Gewaltseiten treffen oder auf Pornoseiten oder halt zum Beispiel auch auf Seiten, wo man was kaufen kann. Ich habe ich auch mitgebracht, Internet-ABC, die hier sind, können mal reingucken nachher in dieses Arbeitsheft, auch für Schule rausgegeben, wo auch nochmal steht, wie man die Suchmaschinen aufgebaut sind. Ich mache es hier nochmal auf gleich, damit auch die Zuschauer am Bildschirm das auch sehen, wie finde ich, was ich suche, von ClickSafe rausgegeben, Arbeitsmaterial für die Schule, aber auch interessant, da als Elternteil mal reinzugucken, gibt es auch immer als PDF-Download, als Download verfügbar. Internet-ABC ist eine sehr schöne Seite für unsere Kleineren, wo sie spielerisch einfach das Internet entdecken können. Schauen Sie sich mal an, ich zeige es nachher auch nochmal, deckt viele Themen ab. Und wenn die Kinder das in der Schule nicht machen, machen sie es gerne mal mit den Kindern zu Hause. So, jetzt machen wir nochmal einen kurzen Ausflug in die Kommunikation im Netz. Ich habe es ja mal genannt, Chance und oder Gefahr. Ich werde da jetzt nur kurz drauf eingehen, weil es natürlich ein Riesenthema ist. Kommunikation über Apps, ich sage nur WhatsApp, ein weiteres Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und was Kommunikation über digitale Medien jetzt gerade in der Corona-Zeit ja auch sehr zugenommen hat.
In erster Linie ist die Kommunikation bei Jugendlichen findet heutzutage, auch bei Kindern, schon sehr viel über soziale Medien statt. Vielleicht kennt der eine oder andere auch noch ein paar andere Apps, mit denen Kindern kommunizieren. Wie gesagt, leider an erster Stelle WhatsApp, dann vielleicht Snapchat. Schon mal gehört, schon mal das Kind da gewesen, ich möchte auch Snapchat haben. Oder gerade bei den Jüngeren auch sehr beliebt, TikTok. Dazu erstmal natürlich, es gab immer schon Bereiche, wo man sich selbst dargestellt hat. Früher wurden Porträts gemalt, die man dann daher gezeigt hat. Dann kam die Fotografie, wo man sich selbst fotografiert hat. Und heute ist es halt das Selfie. Natürlich werden jetzt alle sagen, das verteilt sich schneller, aber der Ansatz ist im Prinzip der gleiche in der Jugendphase. Ich möchte mich den anderen zeigen und ich möchte eine Rückmeldung haben. Ich probiere mich aus, ich kann meine Beziehung managen, das kennen wir ja auch, machen wir auch in sozialen Medien. Ich kann dort auch kommunizieren, vor allen Dingen auch mit Interessengruppen. Und das wollen die Kinder natürlich auch ausprobieren. Und da müssen wir sie an die Hand nehmen. Wie eben schon gesagt, Schule hat jetzt in der Corona-Zeit auch die Wichtigkeit der Kommunikation über Medien entdeckt. Videokonferenzen ist für uns alle leider oder kein neues Wort mehr und auch für unsere Kinder nicht mehr. Auch die üben sich mittlerweile da drin. Und hier ist aber auch wieder unsere gemeinsame Verantwortung, denn auch da oder vor allen Dingen da geht es darum, welche Daten geben wir preis von unseren Kindern? Wie schützen wir unsere Privatsphäre? Gucken Sie mal in Ihre nächsten Videokonferenzen bitte, wo macht Ihr Kind Ihre Videokonferenz? Viele Lehrer haben jetzt auch im Fernsehen schon davon berichtet, dass sie ihre Kinder jetzt alle im Schlafanzug kennen. Sollte man zum Beispiel nicht machen. Das Kind wirklich auch darauf hinweisen, dass es so wenig wie möglich vom Privatraum zeigt. Zum Beispiel vor einer weißen Wand oder vor einer gelben Wand, wie ich das hier mache, sitzen. Oder bei manchen Videoportalen kann man zum Beispiel auch einen virtuellen Raum dahinter erschaffen. Das finde ich immer ganz toll. Probieren Sie es mal aus. Und auf jeden Fall sind wir auch als Eltern hier dem Jugendschutz verantwortet, dass zum Beispiel WhatsApp und andere Messenger, wissen Sie sicherlich, sind halt erst ab 16. Komme ich gleich nochmal näher drauf zurück. ClickSafe hat hierzu auch sehr gute Infomaterialien rausgebracht, unter anderem zu YouTube, TikTok und WhatsApp. Denn wenn wir schon erlauben oder Sie erlauben, Ihren Kind Apps zu nutzen, und manchmal ist es auch durchaus möglich, die vielleicht erst ab älterem Alter nutzbar sind, dann machen Sie Privatsphäre-Einstellungen. Die Folie würde ich jetzt mal aufgrund der Zeit überspringen. Nur so viel dazu, dass natürlich auch unser Umgang mit den Medien, also wir als Vorbildwirkung, ganz vorne für mich stehen. Wenn wir ständig mit unserem Handy am Tickern sind, während wir mit unserem Kind sprechen, dann ist es natürlich kein gutes Vorbild und wir müssen uns nicht wundern, wenn unsere Kinder auch ständig am Handy hängen. Elternverantwortung. In dem Fall, wie gesagt, ich habe es gerade schon mal betont, WhatsApp ist zum Beispiel erst ab 16. Bitte informieren Sie sich, wenn Ihr Kind zu Ihnen kommt und sagt, ich möchte die und die App, Fortnite, vielleicht auch schon der eine oder andere gehört, informieren Sie sich im Internet. Es gibt super Seiten, wo man auch sich schon über die aktuellen Apps informieren kann. Dazu gehört die sogenannte ClickSafe-Seite, dann Handysektor, auch eine gute Seite für jüngere Kinder oder für Kinder so 10, 11, 12, wo sie sich selber informieren können. Und chatten ohne Risiko. Und informieren Sie sich bitte über alternative Messenger. Vielleicht ist der eine oder andere der Messenger Streamer oder Signal ein Begriff. Ich tendiere gerade bei dieser Altersgruppe 6 bis 13 wirklich, nutzen Sie Streamer. Streamer kann ohne Telefonnummer genutzt werden. Und es ist ein Schweizer Messenger, der entsprechenden deutschen Datenschutzrichtlinien auch unterliegt. Ein Tipp, den ich auch aus meiner beruflichen Praxis mitgenommen habe, ab der 4. Klasse, teilweise auch schon ab der 3. Klasse, spielt der Klassenchat eine Rolle. Unterhalten Sie sich im Klassenverband und
entscheiden sich gemeinsam für einen sicheren Messenger. Damit sind alle Kinder am Klassenchat beteiligt und auch Regeln können in der Klasse besprochen werden, weil Klassenregeln, wie gehen wir miteinander im Klassenraum um, werden diskutiert in der Klasse und können genauso auch übertragen werden in die Chatregeln. Hinzu kommt natürlich noch das Recht am eigenen Bild, was man hier thematisieren kann. Und hier haben wir auch noch eine ganz schöne Sache, und zwar gibt es eine Internetseite, da kann man einen Mediennutzungsvertrag mit den Kindern erstellen. Also hier kann man Regeln aushandeln mit den Kindern, den ausdrucken, unterschreiben und an die Wand hängen. Auch ein schöner Ansatz, um mit seinen Kindern ins Gespräch zu kommen. Oder auch ein Tipp, machen Sie doch mal Digital Detox mit der ganzen Familie. Verzichten Sie mal einen Tag aufs Handy oder vielleicht auch nur ein paar Stunden und machen Sie Alternativangebote, wie zum Beispiel im Sommer paddeln gehen oder aus Naturmaterialien draußen was basteln, um einfach wirklich, oder Fußball spielen, um einfach diesen Ausgleich herzustellen. Auch hier in der Folie von der Kim-Studie sehen wir, dass, also hier wird abgefragt, welche Regeln es in der Familie gibt. Auch hier wird zum Beispiel Facebook aufgeführt, wie gesagt, bin ich überrascht. Ich weiß nicht, wie Sie das aus Ihrem eigenen Familienalltag kennen. Wo stellen Sie Regeln auf? Kann sich ja mal jeder selbst überlegen. Häufig aus meiner Erfahrung ist es so, dass es Regeln zum Beispiel beim Fernsehgucken gibt, aber halt Mediennutzungszeiten auch. Aber bei, wie gesagt, WhatsApp und den Messengern wird es dann meistens schon weniger. So, wir gehen schnell weiter. Die Zeit ist schon vorangeschritten. Kreative Mediennutzung, vielleicht kennt der ein oder andere bereits Minecraft, ein Spiel, was im Alter zwischen 7, 8 häufig gespielt wird, für die Kinder Kreativmodus spielen können und hier ganze Welten erbauen können. Das ist echt beeindruckend, finde ich. Ich bin nicht unbedingt die Spielerin, aber ich finde es beeindruckend, dass sie da den Eiffelturm nachbauen oder die Schule nachbauen. Und Minecraft wird zum Beispiel auch im Mathematikunterricht eingesetzt, weil es hier zum Beispiel auch darum geht, entsprechend maßstabsgetreu zu bauen. Auch die Hörspielproduktion zum Beispiel ist eine schöne Sache, die man auch zu Hause mal machen kann. Gespenstergeschichten, Weihnachtsgeschichten, tolles Weihnachtsgeschenk. Oder halt auch ein Trickfilm mit Comic Live. Comic Live ist natürlich ein Comicprogramm. Zum Beispiel können Sie auch Apps auf Handysektor, zum Beispiel Apps suchen, die kreativ sind. Aber wenn Ihr Kind zu Ihnen kommt und sagt, ich möchte die und die App spielen, gibt es halt auch Computerspielseiten, der Spieleratgeber NRW kann ich da sehr empfehlen, spielbar oder ganz neu den vom Mobil sicher App-Check, wo man auch einfach eingeben kann, den Namen der App und dann gucken kann, wie haben Pädagogen die beurteilt und wie datensicher sind die auch, was geben die von mir preis. So, beim Computerspielen wichtig, habe ich gerade schon erwähnt, auf den Ausgleich achten, aber auch die Faszination verstehen. Wie gesagt, ich bin zum Beispiel kein Spieler und trotzdem ist es einfach mal wichtig, mal raufzugucken, sich 5 Minuten neben das Kind zu setzen. Was guckt es so auf YouTube oder was zockt es dann da jetzt gerade auf dem Handy? Weil jeder von uns hat sicherlich was er gern macht und Computerzocken gehört bei den vielen Kindern einfach auch dazu. Aber hier auch auf die Altersbeschränkung achten, Geräte auswählen und sichern, zum Beispiel, dass halt nicht den ganzen Tag gezockt werden kann, Regeln festlegen, gemeinsam mit den Kindern und wichtig auch, viele App-Spiele haben natürlich In-App-Käufe. Hier eine Seite, die ich Ihnen sehr ans Herz legen will, wo wir jetzt nochmal kurz einen Film gucken zum Thema Computerspiele, und zwar heißt die Seite Schau hin. Und hier haben wir einen Beitrag von der Botschafterin Lissy Isaac zum Thema Mediensucht. Games, Chats und Videos sind für Kinder und Jugendliche oft so spannend, dass sie damit gar nicht mehr aufhören wollen. Oft ist dann auch noch von Mediensucht die Rede. Das beunruhigt die Eltern natürlich. Sie fühlen sich hilflos und wissen nicht, wie sie gemeinsame Regeln für Bildschirmzeiten finden können.
Der Medienratgeber Schau hin unterstützt Eltern dabei. Beruhigend, insgesamt ist der Anteil Jugendlicher mit exzessiver Mediennutzung relativ klein und diese endet meistens nach einer gewissen Zeit. Von Mediensucht zu sprechen ist daher grundsätzlich schwierig. Exzessive Nutzung lässt sich auch nicht allein an der verbrachten Zeit messen. Wichtiger ist, ob es durch die Nutzung zu gesundheitlichen, sozialen oder emotionalen Problemen führt. Strikte Verbote sind keine Lösung, besser sind klare Regeln und das Gespräch mit dem Kind über seine digitalen Aktivitäten. Werden Vereinbarungen zu Bildschirmzeiten gemeinsam getroffen, fällt es Heranwachsenden leichter, sich auch daran zu halten. Technische Hilfsmittel wie Zeitbegrenzungen auf den Geräten können zu Beginn helfen, ein Gefühl für die verstrichene Zeit zu bekommen. Je älter Ihre Kinder werden, desto wichtiger ist aber ein selbstständiges Handeln. Mehr Informationen zum Thema Mediensucht und Tipps für die Vereinbarung von Bildschirmzeiten finden Sie unter schau-hin.info. Das fand ich eine schöne Zusammenfassung, was jetzt das Thema Computerspiele angeht. So, dann zum Abschluss ein paar Schlagworte sozusagen. Starten Sie gemeinsam mit Ihren kleinen Kindern in die Welt der Medien. Suchen Sie sich kindgerechte Seiten aus. Richten Sie ein Benutzerkonto für Ihr Kind an Ihrem Laptop ein, damit, wie eben schon gesagt, einfach am Anfang nicht überfordert wird von den ganzen Angeboten. Sie können an der Fritzbox beispielsweise auch Einstellungen vornehmen, zum Beispiel Whitelist und Blacklist anlegen, auf welchen Seiten hat mein Kind Zugriff. Haben die meisten Schulen leider Probleme mit, weil der Server die Techniker meistens sämtliche Seiten sperren und man dann auch so auf tolle Seiten wie FragFinn manchmal nicht raufkommt. Ganz schrecklich. Die App ScreenTime ist gerade auch sehr verbreitet. In Absprache auf dem Handy installieren, damit das Kind auch weiß, um so und so viel Uhr geht das WLAN an, aber ab dann ist es auch wieder aus. Wie gesagt, ScreenTime wird gerade sehr gern genutzt. Aber das Wichtigste, informieren Sie sich und begleiten Sie Ihr Kind. Solange es sich noch begleiten lässt, ab 13, 14, wird es nachher schwierig, weil dann halt diese schlimme Pubertät anfängt. Hier meine drei Lieblingsseiten oder eine meiner drei Lieblingsseiten, weil es gibt wirklich schon ganz viele. Schau hin, wirklich gerade hat sich sehr rausgemacht, sehr schön aufbereitet. Dann der Elternguide online von der FSM rausgegeben und Internet ABC hat sowohl einen Kindbereich als auch einen Pädagogenbereich als auch einen Elternbereich. So, jetzt habe ich Sie erschlagen mit ganz vielen Informationen. Vielleicht sind noch ein paar Fragen da. Ich sehe hier im Raum ein paar blaue Karten auf dem Tischen liegen. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wer an den Bildschirm möchte, kann uns gerne auch schon eine Rückmeldung geben. Es sind zwei Fragen, deshalb auch zwei QR-Codes. So, dann würde ich einfach mal sagen, wer jetzt die Fragen im Raum selber stellen will, kann das machen. Frage ist, ob das Mikrofon dazu notwendig ist an die Technik und ansonsten können wir auch abwechselnd noch Fragen aus der digitalen Welt dazu nehmen. Okay. Das ist ein großes Problem, was ich als Pädagogin gerade jetzt, was das Thema Messenger angeht oder Klassenchat angeht, halt immer wieder erlebe und wirklich dasselbe auch versuche. Es ist schwer, wirklich, aber ich würde empfehlen, so Elternabende zu nutzen oder vielleicht auch selber welche zu initiieren und gerade in so Fragen wie zum Beispiel Klassenchat sich zusammenzusetzen und zu versuchen, Konsens zu finden. Man macht es ja bei Klassenfahrten oder Geschenk für die Lehrerin auch nicht anders. Man findet seine Wege, wie man kommuniziert. Viele Eltern haben auch WhatsApp-Gruppen, wie sage ich. Aber man muss halt auch immer daran denken oder dass man halt auch immer die Leute ausschließt, die kein WhatsApp haben. Insofern live treffen und dort zu gucken,
wie bei den Erwachsenen als auch bei den Kindern, auf welcher Ebene geht mir keiner verloren. Und das geht, wenn wir nicht Corona haben, am besten im Präsenztreffen, so wie halt ich meinen Kindern auch immer empfehle, wenn jetzt zum Beispiel Stress ist im Klassenmessenger. Ich erarbeite zum Beispiel im Unterricht Klassenregeln, Chatregeln mit den Kindern und dort wir immer zum Konsens wirklich auch mit den Kindern kommen, Streit nächsten Tag in der Schule klären, Face-to-Face klären. Also auch diese Sache ist halt wichtig zu vermitteln, ne? Dass wirklich über Medien halt oft Missverständnisse auftreten können. Naja, ich sag mal, medienpädagogisch arbeiten macht man ja so, also ist am häufigsten so zwischen 8, 9, 10, 11, sag ich mal. Ne? Wenn ich das sehe, die Kinder bekommen so erfahrungsgemäß spätestens mit 12 ihr erstes Handy. Wie gesagt, es geht immer weiter runter. Ich habe vor Jahren angefangen, haben wir in der 8. Klasse angefangen damit zu arbeiten. Das ist schon echt heftig. Und mittlerweile liegt der Bedarf halt wirklich in Klasse 3. Also weil, und ich sage halt auch jetzt mal aus Sicht meiner Sozialpädagogin, wir Sozialpädagogen waren früher auch immer Feuerwehr und genau darum geht es halt nicht. Es geht halt darum, präventiv zu arbeiten, die Kinder vorher schon auf Gefahren aufmerksam zu machen, bevor das, ich sage jetzt mal ganz extrem, das Nacktbild auf WhatsApp landet. Achso, ich soll Tschüss sagen. Auf Wiedersehen nach draußen. Ich hoffe, Ihnen hat Spaß oder Sie haben eine ganze Menge mitgenommen. Und ja, bis zum 8. Dezember vielleicht.